Sie sind derzeit das erfolgreichste Pop-Duo weltweit. Dieter Bohlen und Thomas Anders. Und das Comeback begann hier im ZDF. Der Sprecher kann sich wieder beruhigen, denn hier sind sie live bei Menschen 98. Hier sind Modern Talking. Thomas. Als ihr euch entschieden habt, zu sagen, okay, komm, wir versuchen es nochmal zusammen. Was war überhaupt der Beweggrund dafür? Ja, wir hatten keine Schwierigkeiten mehr. Nora war in Amerika seit langer, langer Zeit. Und wir hatten einfach unheimlich wieder Lust drauf, und Musik zusammen zu machen. Und wir dachten wirklich jetzt, dass die Zeit wieder reif ist. Wir hatten mittlerweile auch unheimlich viele Anfragen aus dem Ausland. Mhm. Und ja, das hat dann eben hingehauen, besser als wir uns das wirklich gedacht hatten. Ich wollte gerade sagen, habt ihr mit so einem Zuspruch gerechnet? So einen Erfolg kann man ja gar nicht kalkulieren. Das überhaupt nicht planbar. Also wirklich ganz, ganz ehrlich, und wenn viele sagen, dass wir nun gedacht haben, na ja, die waren sich ganz sicher, wir waren uns überhaupt nicht sicher. Also wir dachten, okay, Gold zu machen, das heißt in Deutschland 250.000. Verkaufte Tonträger, Alben, das haben wir uns gewünscht. Aber dass daraus jetzt irgendwie alleine in den letzten 8 Monaten 10 Millionen wurden, das ist unglaublich und naja, immer noch ein bisschen fassungslos für mich. Wir wollen gar nicht die Zeit verquatschen, denn die Leute hier in der Halle und ich vermute auch Sie zu Hause wollen Musik hören. Und genau das... Ganz ruhig bleiben. Und das geht gleich los. Schön, dass ihr da seid. Eure Band baut sich schnell auf. Und... Ja. She's only looking to me. Only love breaks a heart.